Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrt Camper. Es ist Februar, Zeit für ein neues Camper-Update und wir haben coole Themen diesmal für euch vorbereitet. Und natürlich geht's los nach dem Intro. In diesem Update, ihr habt es im Thumbnail natürlich gesehen, trotzdem möchte ich euch sagen, haben wir drei schöne Themen oder auch unschöne Themen vorbereitet. Als erstes gehen wir darauf ein, es gibt eine neue Version der LED-Lichter, da wird euch Stefan was zu sagen, weil ich habe keine Ahnung davon. Und dann Stellplatz in Hamburg am Fischmarkt, der beliebte Stellplatz, der wird geschlossen, dazu haben wir Informationen. Und dann ein tolles Interview mit Camper Tobi, all das geht jetzt los im Camper-Update für Februar 2024. Ich habe mir Fachkompetenz an meine Seite geholt, denn ihr wisst, ich habe von Technik keine Ahnung. Oh weia, das kann ja nichts werden. Aber du wirst mich gleich an, weil wir haben ein Streitthema. Warum? Mm. Das werden wir euch gleich erzählen. Und zwar die Osram Nightbreaker gibt es jetzt neu, die Version Nummer 2. Genau. Die, was heißt es, ein bisschen heller sein soll. Genau, die haben jetzt so ein kleines bisschen noch Helligkeit dazu gewonnen. Die haben auch die Farbe sozusagen vom Licht ist die gleiche, ne? Nennt man ja in Kelvin. Ich glaube 6000 Kelvin sind das trotzdem noch, aber zumindest sind sie etwas heller von der Ausbeute des Lichtes. Ja. Ja, und wir haben diskutiert, weil sie kosten sage und schreibe 144 Euro die neue Version im Gegensatz zur alten Version für 79 Euro. Das ist immer zweimal. Ich würde euch raten, kauft erstmal die alten weiterhin. Und hast du gesagt, ich würde die alten nicht mehr kaufen. Denn, aber wieso? Ja, wieso? Weil es einfach so ist, dass die neuen natürlich jetzt auf den Markt gekommen sind und ich würde auch gucken, dass ich das neue Modell dann da verbaue. Einmal habe ich ein bisschen mehr Licht, das habe ich gerade gesagt, aber wenn vielleicht auch irgendwas mit Gewährleistung oder sonst sowas ist, glaube ich, ist es mit den neuen etwas einfacher als mit den alten zu machen. Klar, muss man doch Gewährleistung auch auf die alten übernehmen. Aber ich glaube, die neuen, die haben ja auch 5 Jahre Garantie. Also von daher auch, was dann das Thema mit dem TÜV und so weiter betrifft, also die Zulassung, dann gibt es wenigstens keine Diskussion, dass ich jetzt noch die alten verbaut habe und nicht die neuen. Klar, auch wenn sie zwar zugelassen sind, aber trotzdem. Ich würde das, glaube ich, mit den neuen machen. Aber erst, wenn die alten kaputt sind. Wir haben sie ja doppelt verbaut hier. Das heißt, wenn hier ein Licht kaputt geht, dann müssen wir beide austauschen. Aber und haben eine Ersatzbirne, ne? Wenn man es so sieht. Eine Ersatzbirne, ja, fürs Fernlicht dann. Weil, ich glaube, das kann man ja nicht, sollte man nicht miteinander kombinieren. Jetzt die große Frage, was würdet ihr machen? Würdet ihr Geld sparen wollen und erstmal noch die alten nehmen und so lange warten, bis die neuen günstiger sind? Oder würdet ihr auch Stefans Weg folgen und die neu machen? Ach ja, würde mich interessieren, in den Kommentaren. Eine Sache würde ich auch, deswegen würde ich die auch noch nehmen, die neuen, weil bei uns ist es ja so, wenn der Fiat-Wagen startet, dann fangen die Lichter kurz mal ein bisschen an zu flackern, weil nicht mehr genug Strom da ist. Also von daher, vielleicht haben sie da nämlich auch was gemacht. Das kann ich euch natürlich nicht sagen, weil wir haben es nicht ausprobiert. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die danach gebessert haben. Auf jeden Fall, sie sind jetzt neu auf dem Markt und jetzt wechseln wir die Perspektiven. Wir gehen jetzt zum Hamburger Fischmarkt, denn da gibt es leider traurige Nachrichten für uns Wohnmobilisten. Achso, danke dir. Bitteschön. So, nun kommen wir zu einer Nachricht, die sind in Facebook-Gruppen und Foren jetzt durchgesprochen worden und das hat irgendwie eingeschlagen wie eine Bombe. Die Stadt Hamburg will diesen Stellplatz hinter mir schließen und wir haben Kontakt gehalten mit der Pressestelle Hamburg-Altona und auch mit der Presse Hamburg-Mitte. Und da haben wir einfach mal nachgefragt, ja, was bedeutet denn das? Wann soll denn dieser Platz geschlossen werden? Was hat das für Auswirkungen für den Hamburger Fischmarkt? Tja, momentan alles noch Planungsstand. Die Planungsphase hat jetzt angefangen. Das heißt, definitiv bis Ende 2024 könnt ihr hier nach Hamburg kommen und könnt euch hier hinstellen. Was mit dem Platz hinter euch? Stefan dreht nämlich die Kamera, denn dort ist ja ein privater Platz von der Strand-Pauli-Bar. Was mit denen wird, ist ebenfalls nicht klar. Wie gesagt, laut dem Pressebericht, wie gesagt, soll hier eine Flaniermeile entstehen und wie gesagt, die Wohnmobile sollen weg. Leider Gottes hat die Stadt Hamburg aber auch keine Antwort darauf gegeben, wo denn eine Ausweichfläche für Wohnmobilisten entstehen soll. Also man merkt, Wohnmobile raus, keine Gedanken machen, das ist schade, aber für 2024 Entwarnung, hier könnt ihr erstmal stehen bleiben und die City
zeitnah genießen. Ja, wir sind ja hier in Hamburg und wollen nochmal einen kleinen Rückblick machen, und zwar auf Stuttgart zur CMT. Da haben wir Camper Tobi getroffen, ein tolles Interview geführt, und das wollen wir euch jetzt zeigen. So, wie ich am Anfang versprochen habe, heute führen wir ein Interview mit dem Mann aller Männer hier, Camper Tobi. Erstmal vielen Dank, dass ihr die Danke Zeit habt. Dafür. Für ein kurzes Interview. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, habe dann gesehen, am 24.09.2016 war der Euromobil, ich muss das ablesen, sowas kann man nicht merken, Profiler 695 EB. Damit hat alles angefangen. Ja. Herrliche 2000 unperfekte Videos, die du veröffentlicht hast. Und wir haben mal nachgeguckt, ca. 4200 Aufrufe pro Tag. Das wären 10 Kinovorstellungen hier im Gloria 1 in Stuttgart, muss ich mir vorstellen, 10 Vorstellungen. Und das ist ein enormes Pensum, was du da gemacht hast. Und jetzt ist er nach 7,5 Jahren immer noch so ein Pensum. Wie motiviert man sich, so ein Pensum durchzuhalten? Hallo, freut mich echt. Ganz liebe Kollegen, wir haben uns schon kennengelernt. Ja, das Pensum ergibt sich durch die Motivation der Camp. Ganz einfach, ich lasse mich nicht mit Geld vollpumpen, sondern mit Energie. Und das ist wirklich so, dass ich, egal wo ich bin, ich sage es ganz oft, ich nehme nicht mit auf die Reise, die nehmen mich mit auf eine Reise. Ich habe mir nie gedacht, dass das mal so viele Videos werden. Ich habe gedacht, beim ersten, nach 30 geht es mal der Stoff aus. Nee, es ändert sich. Dann lernt man Kollegen kennen, das Netzwerk funktioniert toll. Wir haben überwiegend seriöse YouTuber und Kollegen in der Branche. Es ist mega, wir können was bewegen miteinander. Das ist die eigentliche Projektion. Ich halte gerade hier das Magazin in der Hand. Gibt es jetzt auch schon Schulterschlüsse zwischen analog und unserer Generation, wobei ich ja eigentlich der Älteste bin hier. Wie? Also gefühlt von Anfang an ja eigenartig war auf den Messen, mit 48 da reinzulaufen. Die haben einen 16-Jährigen erwartet. Die konnten ja YouTube gar nicht aussprechen in der Caravan-Branche. Ja, wobei 16-Jährigen, das wären jetzt die TikToker, mal gucken, wann das hier losgeht. Da habe ich noch nicht so viele gesehen. Über 45 Fahrzeuge im Selbsttest gefahren. Damit also genau sehr viele Erfahrungen im Wohnmobilbereich. Wenn du jetzt selbst als Hersteller gehen willst, du musst dir jetzt vorstellen, du bist jetzt selber Hersteller. Welche drei Must-Haves muss der Camper Tobi haben? Ich habe ja immer Ansprüche gehabt. Das soll nicht heißen, dass ich jetzt keine Ansprüche mehr habe. Du bist Malibu gefahren. Der war gut. Das ist ein tolles Produkt. Ja, absolut. Ja, es gibt natürlich ein internes Ranking. Ich bin ja kein Tester nach außen. Ich projiziere ja die Erfahrungen und lasse dem Zuschauer seine Meinung. Das ist mir immer wichtig, auch im Schaufenstermodus. Ich finde immer alles schön. Das ist immer wichtig, dass ich meine Einstellung wahre, weil sonst diskutierst du über Türgriffe. Und das will ich einfach nicht. Und die ganze Geschichte ist so, dass wenn ich diese Frage offiziell bekomme und keine Kamera läuft, ich die Wahrheit sage. Mit der Kamera bleibe ich Schaufenster und halte mich da wirklich diplomatisch zurück, weil diese Ansprüche so unterschiedlich sind. Wir sind Must-Haves. Gute Reifen braucht er, ich brauche keine Schüssel am Dach, ich brauche eine funktionierende Wasserpumpe, ich brauche es warm. Ich hätte gehofft, dass du wenigstens sagst, du brauchst auch ein Klo. Ja, dann funktioniert das Klo. Komme ich gerade her, klar. Gut, dann ist das top, das Klo, Titfall. Also, dann können wir schon mal sagen, drei Must-Have, 4 Räder, aber dann hast du schon. Ja, echt, ich bin da nicht mal so. Du hast zu viele Must-Have. Einen Kasten gefahren und dann voll integriert gefahren. Ich fahre nie über 150.000 Euro, das ist bei mir ganz, ganz wichtig. Ich habe tolle Angebote bekommen, nein, ich bin ein Camper der Masse, wie die anderen. Und die anderen sollen auch ihre Berechtigung haben. Wir haben keine Diskriminierung oder keinen Rassismus hier, um Gottes Willen. Aber es wäre nicht meine Augenhöhe. Obwohl meine Augenhöhe immer ein bisschen höher ist, weil ich ein langes Ding bin. Du musst ein bisschen höher sprechen. Ich schrumpfe mittlerweile. Es wird bei euch auch noch kommen. Ich wünsche es euch nicht. Natürlich wichtig, wie gesagt, du bist sehr nah am Puls der Zeit, was das Camping angeht. Also hast deine Fühler überall und weißt ein bisschen, was los ist. Das ist natürlich die Frage, Prognose Campingjahr 2024. Jetzt würde ich sagen, die erste Monate ist rum in dem Sinne. Ja. Wie glaubst du, wird sich das Campingjahr 2024 entwickeln? Und vor welchen Herausforderungen stehen die Wohnmobilhersteller jetzt in den kommenden Jahren? Entwickeln, ich glaube, die Reisetätigkeiten von uns allen, die mit Camping in irgendeiner Form zu tun haben, werden wieder deutschsprachig verstärkt werden, deutscher Raum werden. Wir sehen es, Flugreisen werden teurer, das kann man sich gönnen, wird man sich auch als Camper vielleicht mal gönnen, aber
Man hat es ja gesehen in den letzten Jahren, früher sind wir, ich kenne mich selber, bis vor 10 Jahren zweimal, dreimal im Jahr eine Fernreise gefahren. Zweimal 3 Wochen. Jetzt fährt der Camper 30 mal 3 Tage. Also die genießen das, andere Jahreszeiten und so weiter. Deswegen glaube ich, dass sich das hier nochmal ganz erheblich verstärken wird. Ich mache ein bisschen Stellplätze jetzt auch. Aus dem Grund nicht wirtschaftlich, sondern dass wir auch den Platz haben, alle miteinander schön zu stehen. Und wirtschaftlich wird es brutalst bergab gehen mit der Branche. Die Tendenzen haben wir im Herbst schon gemerkt. Also die Jubeljahre sind vorbei. Das Verteilen, die müssen alle wieder das Verkaufen lernen. Ganz knallhart mit der Aussage, gehe ich auch bei mir raus. Vertrieb und Service haben sie jahrelang total verpennt, vernachlässigt. Frechheit gewesen, eine echte Frechheit gewesen. Und dem müssen wir jetzt in die Puschen steigen. Wir werden alle gebraucht, um Kommunikatoren zu sein. Wir haben 70% Beeinflussung von Social Media bei den Kaufentscheidungen. Das ist weltweit so, auch in der Campingbranche. Also wir machen das Quäntchen aus, um rumzuschicken. Ihr wisst es genauso, da wird wirklich verkauft darüber. Und man muss uns wertschätzen, man muss uns auch mal finanziell ein bisschen wertschätzen. Ich habe das Experiment gemacht, davon leben zu wollen. Und ich habe 250.000 reingesteckt die ersten 3 Jahre. Und jetzt mache ich noch jedes zweite Video umsonst. Aber jetzt habe ich ein paar Hersteller, die das honorieren. Ich stehe ja dazu. Und jetzt kann ich meinen Kühlschrank voll machen. Ich muss aber auch liefern. Das ist Arbeit wie die andere auch, aber die geilste der Welt. Aber wirtschaftlich, ich habe da schwerste Befürchtungen. Wir haben die ersten Konkurse. Die müssen sich bemühen, Innovationen zu machen. Es liegt so viel auf der Strecke. Wenn ich so eine Kiste reingehe, dann denke ich mir, boah, lass mich mal einmal austoben. Ja, es sind viele, viele Themen. Das wäre eine Stunde. So viel Zeit haben wir leider ja, ja, nicht, weiß, aber ihr könnt ihn ja immer wieder antreffen und wenn er eine Stunde Zeit hat, dann holt euch einen Kaffee. Ich rede viel und gern. Genau. Aber jetzt weg von den Fahrzeugen. Weg. Seit Anfang des Jahres startest du ja mit Caravanien. Ja. Da ist natürlich die Frage, was ist Caravanien? Was planst du für dieses Jahr? Ich habe fast Angst, erzähl mal ein bisschen. Das geht ganz schnell. Ganz schnell? Schön stehen an schönen Plätzen, auf schönen Campingplätzen, Niveau 4 Sterne, obwohl ich kein Sternefreund bin. Ein bisschen gepflegter zum gut kalkulierten All-Inclusive-Preis mit Duschen, mit LAN, wenn das noch einer braucht, mit Fähr- und Entsorgung, mit Strom, ein Jahresdurchschnittspreis. Und wir haben uns da eingemietet bei den Knaus Campingparks. Und das habe ich dann so ein bisschen betrieben die letzten Jahre. Und jetzt ist der Knoten geplatzt, dass der größte Stellplatz, Campingplatzbetreiber Deutschlands merkt, wow, geil, diese Community. Haben wir gar nicht am Schirm gehabt. Wir kriegt jetzt auf jedem Platz ein paar Plätze und dann vergnügt ihr euch bei uns. Aber schön, gepflegt. Die denken immer, wir sind alle total verrückt. Gut, die wissen die Wahrheit jetzt schon langsam. Aber von dem her ist das Caravanien, Self-Check-In, QR-Code, kein Warten mehr, durchfahren, meistens 24 Stunden möglich. Und dann wirklich schön stehen, ruhig stehen, Badesee haben, Infrastruktur trotzdem zu haben. Und eine schöne Dusche ist manchmal auch nicht schlecht. Ja, und jetzt eine total intime, tiefst persönliche Frage. Dein Reiseland außerhalb Deutschlands, ganz wichtig, außerhalb, Albanien. Also wenn du 2 Wochen oder was? Albanien. Nochmal. Warum? Die Straßen, die Menschen, die Region, das ist mein mediterranes Klima, das ich sehr gern mag. Ich mag ein bisschen Berge haben und auch so schöne Berge. Über Montenegro hinten reinfahren, oh, Gänsehaut. Können wir ein anderes Thema wählen? Nein, Quatsch. Ja, Albanien absolut und Marokko. Genau das Gleiche. Dann hoffen wir natürlich jetzt, dass du vielleicht in diesem Jahr irgendwie es schaffst, 2 Wochen Urlaub auszumachen bei dem ganzen Pensum, was du hast. Danken dir für die Zeit, die du jetzt uns genommen hast. Und wie gesagt, wenn ihr mehr von Camper Tobi erfahren wollt, ich glaube, den Link müssen wir nicht einblenden. Ihr wisst, wo ihr Tobi erwischt, aber trotz allem. Danke. Danke dir. Ganz lieb. Aber eins muss ich noch dazu sagen, der Camper Tobi wird jetzt einen neuen Kanalnamen kreieren. Ich lasse mich gerade von meinen Zuschauern hier beeinflussen oder Vorschläge machen, Caravanien TV vielleicht ein bisschen weiter aufstellen. Ich bin Camper. Mein Kumpel Sascha ist, wir sind Camper. Ich habe überlegt, einfach ich bin Camper zu machen. Wenn ihr einen Vorschlag habt, schickt es auch den Kreuzfahrtcampern. Es gibt nichts zu gewinnen. Geil. Und ich möchte eigentlich... Ja, doch, einen glücklichen Tobi. Spätestens über... Ja, das bin ich sowieso. Also. Übernächstes Jahr möchte ich eigentlich gern segeln gehen. Dann werde ich der Segler-Tobi. Das ist definitiv sicher. Da warte ich schon seit einigen Jahren drauf. Aber 25. November bin ich weg. Weil ich liebe das Ganze, aber ich bin Segler. Das ist nur die Vorstufe für mich. Und das hält mich am Leben. Aber wir sehen uns am Schiff dann genauso bescheuert. Danke. Also auf der Boot. Mach trotzdem Camping weiter. Nicht, dass alle segeln gehen. Da habe ich jetzt noch mehr Platz. So, jetzt aber Kat, ich muss ins Studio zurück. Ich auch.
Das soll es mit dem Camper-Update Februar 2024 gewesen sein. Wir hoffen, das ein oder andere Thema war für euch interessant. Wenn ihr tolle News habt, wo sagen kann, darüber sollen wir mal in einem Camper-Update berichten, dann gerne rein in die Kommentare oder einfach eine Mail an uns schicken. Dann werden wir im März definitiv darüber berichten. In einem Monat kommt dann auch schon das nächste Camper-Update wieder mit einem tollen Interview. Freut euch darauf, war richtig toll, das zu führen. Und jetzt würde ich sagen, bleibt uns gewogen, bleibt vor allem gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Camper-Update, Technik-Vlog, Reise-Vlog oder was auch immer auf unserem Kanal Kreuzfahrt-Camper. Ciao, ciao!